Dieses Phänomen blockiert aktuell sehr viele Menschen. Es blockiert sie in ihrer Kreativität, in ihrer Freiheit, in ihrer Leichtigkeit. Es blockiert sie, in ihrer Kraft zu sein. Ich zeige dir in diesem Video, wie du aus diesem Muster ganz einfach aussteigen kannst. Und wenn du weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Unsere allergrößten Energieräuber im Hier und Heute. Und die betreffen uns jetzt alle. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Und dazu schauen wir uns zwei Beispiele an, sodass wir jetzt sehen können, wie uns jetzt die Energie abfließt und was wir jetzt dagegen tun können. Wir alle haben ja unsere eigene Lebenssituation. Und der eine ist damit mehr gefordert und der andere weniger. Und dann haben wir jetzt alle miteinander noch eine absolute Krisensituation. Und den einen betrifft es mehr und den anderen betrifft es weniger. Und wenn wir uns jetzt gerade mal die Krisensituation anschauen, wenn man jetzt so die Smalltalks der Menschen beobachtet, dann gibt es jetzt zwei Lager. Einmal pro und einmal contra Maßnahmen zum Beispiel. Und wenn man so beide diskutieren, dann diskutiert pro gegen contra und contra gegen pro. Und was passiert bei solchen Diskussionen? Beide verlieren Energie. Oder wenn man sich jetzt die ganzen Medienberichte anschaut, oder wenn man jetzt contra ist, wenn man sich die Hintergrundinformationen anschaut, dann verliert man genau gleichermaßen Energie. Ganz egal, auf welcher Seite das man steht. Je mehr, dass man jetzt in dieses Thema reingeht, desto mehr verliert man jetzt Energie. Und so geht es uns mit unserer eigenen Lebenssituation auch. Beobachte mal für dich, wohin geht deine Aufmerksamkeit? Natürlich wollen wir unsere Lebenssituation verbessern. Natürlich wollen wir, dass diese Krise dann auch mal vorbeigeht. Natürlich wollen wir, dass es wieder gut weitergeht, dass wir alle gut durchkommen. Natürlich wollen wir das alle. Aber wie gehen wir jetzt aktuell mit dieser Situation um, mit dem Hier und Jetzt? Und jetzt kommt die ganz wichtige Frage an dich. Entwickelst du von innen her, und das kannst nur du für dich selber beobachten, entwickelst du für dich so einen Kampf dagegen, so einen Widerstand dagegen, gegen die aktuelle Situation, gegen deine aktuelle Lebenssituation oder gegen die Krisensituation oder gegen die Leute, die gegen die Maßnahmen sind. Ganz egal, es geht nur um das Verhalten, bist du jetzt dagegen. Und genau da entsteht Widerstand. Und bei Widerstand entsteht Druck und wir kämpfen gegen etwas, das was wir jetzt nicht ändern können. Das heißt, es fließt uns permanent Energie ab. Beobachte es einmal für dich und schau einmal, wie viel Energie abfließt. Und wenn du immer wieder so ein komisches Gefühl hast oder das Gefühl hast, du bist müde, du bist schwer, du bist träge, nachher schau einmal, ob du vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit jetzt in den Widerstand dieser Situation investierst. Dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme die Situation jetzt so an, wie sie ist. Ich sage jetzt Ja zu dieser Situation. Das heißt nicht, ich begrüße die Situation oder ich finde sie gut. Ich sage jetzt einfach einmal, du bist jetzt da. Ich nehme dich jetzt einmal so an, wie du bist. Aber ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit jetzt raus aus diesem Konflikt. Ich gehe raus aus der Verurteilung, ich gehe raus aus der Bewertung, ich gehe raus aus dem Dafür, aus dem Dagegen, ich gehe raus aus dieser Informationsflut, die nur meinen Kopf füllt und mir die Energie abzieht. Denn die ganzen Headlines, die wollen eins, Aufmerksamkeit, und zwar deine Aufmerksamkeit. Und wenn du die Aufmerksamkeit nach außen gibst, dann fließt dir Energie ab. Und jetzt könnten wir sagen, okay, das habe ich erkannt und jetzt könnte ich die Aufmerksamkeit auf mich richten. Ich könnte mich mit Dingen beschäftigen, die mich freuen, die mir gut tun, die mich aufbauen, die mich stärken. Ich könnte ein gutes Buch lesen, ich könnte mich mit einem neuen Projekt beschäftigen. Ich könnte einfach schauen, bei welchen Dingen kommt bei mir Energie. Und dann wirst du merken, okay, das andere hast du sein lassen, du bist rausgegangen und in etwas Neues, in dein eigenes, in deine eigene Energie bist reingegangen. Und nachher merkst du auf einmal, wow, jetzt kommt wieder eine gute Energie. Jetzt bist du wieder in deiner Kraft. Und genau darum geht's.
Und in diesem Video zeige ich dir drei ganz einfache Schritte, wie du neu durchstarten kannst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Vierti!